Weg. Weg. Also der Plan ist, wir lassen uns genau entzaubern. Alle außer Kirogon. Wollt mich doch veräppeln. Kirogon muss entzaubert werden. Er ist der Einzige, wo ich mir die Werte aufgeschrieben habe. Also Kirogon wird entzaubert. Dann erhöhen wir den Lichtskill. Na also. Erhöhen wir den Lichtskill und zaubern den Spruch nochmal. Weg. Weg. Und ich probiere mal ganz kurz was aus mit ihr. One Hit. One Hit. Okay. One Hit. One Hit und fast tot. Ich glaube, wir sollten öfter Schrapnell zaubern, wenn wir im Nahkampf sind. Hast du schon Schrapnell? Nee, hast du nicht. Das müssen wir nachholen. Das heißt, wir würden dann einfach bei Lay und Talana Schrapnell als Hotkey festlegen, zu den Titanen an die Füße laufen und Schrapnell spammen. Aber ja, erstmal anderes testen. Und dann anderes testen. Licht. Ein Punkt mehr. Zaubern. Warte mal, du hast jetzt, wie viel hast du jetzt? 86, okay. Du zaubern das da. 4 Punkte mehr Stärke. Ist gut, aber 4 Punkte Stärke in der Höhe bringt nicht mehr ganz so viel. Trotzdem sollten wir generell bei ihr das weiter steigern. Aber erstmal Schatten ebenfalls auf Meister. Nein, das war verklickt. Du kriegst jetzt alle Hufeisen, die wir haben. Ich wollte bei ihr Schatten auch so hoch bekommen, dass sie das ganze Meisterrang sprechen kann. Du. Nicht verklicken. So, Experte. Du. Du kannst den Schatten jetzt weiter skillen bis zum Get-No. Und dann später hoffentlich Titan one-hitten. Okay, das wohl nicht. Wie viel macht jetzt genau der Schrapnell? Er macht 6 Punkte Schaden plus 1 bis 6 pro Fähigkeit in Schattenmagie. Jede Schrapnell. Und er macht 7. Also. 6 plus. Sagen wir mal, wir haben 10 Schattenmagie. 10 bis 60. Also 16 bis 66 mal 7. Sind 70 bis 300 noch was. Das ist echt wow. Okay, und das halber nur bei 10. Also wenn wir den Skill jetzt auf 15, 16 hochbringen oder 20 wie Gero an seiner Axt, müsste das extrem mächtig sein. Zauberpunkte ist bei ihr allerdings wirklich so ein kleines Problem. Ja doch, komm. Schatten. Meditation. Wie teuer ist der eigentlich? 50. Okay. Verbrennen kostet 30. Also das mit dem Schrapnell-Spam. Generell eine gute Idee. Praktisch brauchen wir dafür... entzaubert. Praktisch brauchen wir dafür, glaube ich, noch ein paar mehr Zauberpunkte. Und wir sollten irgendwo schlafen gehen. Also Gerogon sollte irgendwo schlafen gehen. Hatten wir hier nicht so einen geheimen Zugang nach draußen, wo zigtausend Augen auf uns warten? Großlitsch. Geh weg, Großlitsch. Quatsch. Hier geht's... Nee. Wir müssen jetzt wieder zum Eingang von dieser... Sackgasse. Von dieser Burg in der Burg... Könnten das rote Ding antatschen. Oder lauf einfach raus. Lauf. Zickzack laufen. Zickzack laufen. Au. Zickzack. Nicht gut. Oh, okay. So, sicher. Schlafen. Keiner wahnsinnig. Sehr gut. Stunde der Kraft.
Fackellicht wieder zurück. Was genau wollten wir jetzt eigentlich? Genau, wir wollten das Buch noch finden. Es muss auch da irgendwo drin sein. Wahrscheinlich auf der anderen Seite von diesem riesen Todesraum. Tag der Götter. Tag des Schutzes. Hier will ich die Sachen ruhig erstmal in Ruhe lassen. Achso, warte mal, das ist einfach verflucht. Oh. Repariert. Nee, ängstlich. Ängstlich ist okay. So, warte mal, Talana. Der Spruch ist echt abgefahren. So. Wie kam man jetzt zu dem Raum, wo die unendlichen Litsche gespawnt sind? Es ist hier hinter links. Hier rum. Sackgasse. Sehr komisch. Könnte auch mal meinen, dass ich mir das langsam merke, aber... Okay, hier rum, da runter. Ja, hier war das Gefängnis. Und da hinten müsste es sein, okay. Ich hätte auch einfach zurückspringen können, ne? Wir haben ja einen Wegpunkt hier. Aber sei es drum. Also wir wollen jetzt hier die Umgebung erforschen. Und dann weiter den Hauptraum da hinten ausräumen. Weil hier kommen ja einfach durchgehen Litsche. Was ganz nett ist, aber, ne? Du mach mal... nicht so wirklich Schaden genommen, hm? So, kaputt. 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 Es geht alles. Oh, nicht runterfallen, wieder neues Spawn. Ein, zwei haben wir umgebracht. Au, 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 au. Irgendjemand trinkt ihre Senftränke. Kaputt. Kaputt. Au. Oh, sie kann uns gar nicht mehr rausspringen. Wo zur Hölle sind wir? Schlafen. Nein. Gott sei Dank. Wenn das jetzt Augen gewesen wären, wenn wir... Hackfleisch. Weg. Komm schon, das ist immer Oger. Weg, geh Rugen auf. Schlafen. Genau, mach kaputt. Mach kaputt. Es ist ein Ogre, komm schon. So. Girugon ist kirre, das ist okay. Schlafen. Ah, sehr gut. Stunden der Kraft, du. Tag des Schutzes und du plünderst mal die Kisten hier. Ist ein Scherz, oder? Ich weiß nicht. Ha. Von den Toten stehlen. Wenn da ein Buch drin ist? Ja. War kein Buch drin. Buch der Litsche vernichtet. Sehr gut. Von den Toten stehlen? Ha. Von den Toten stehlen? Jo. Ich glaube, wir haben es jetzt. Das Ding ist echt komisch. Also ich nehme die Sache mal mit, einfach so zum Testen, ob es eine zweite Seite gibt mit Super Loot. Oh.
Wenn nicht, war das halt echt sehr komisch. So, weg. 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 Nö, keine zweite Seite. Das ist eine der Sackgassen. Nee, gut, wir haben es hier geschafft. Also es gibt noch ganz viele Gegner, aber die spawnen halt immer wieder neu. Die können wir lassen, wo sie sind. Das heißt, wir springen jetzt nach... Oh, wo war der Kerl? Du. Ach, der war in dem Dorf. Warte mal. Leuchtfeuer zurückspringen. Sumpf der Verdammten. Von hier aus, also du helf erstmal ganz kurz, Georgon. Oder auch nicht. Von hier aus fliegen wir jetzt nach West-Südwest zum Dorf. Fliegen. Auch wenn wir so gut wie nichts sehen können. Wir haben ja die Minimap. Und da war oben drauf auf dem Dorf. Das Dorf war hier über mehrere Etagen. Und oben drauf auf dem Dorf war, glaube ich, der Auftraggeber. Dann hätten wir die Quest auch beendet und können Burg Darkmoor endlich hinter uns lassen. Oh, ab hier, ab hier, ab hier. Ja, mittendurch fliegen wir nicht so toll. Hier. Schön, dass du da bist. Unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass du das schaffst. Jetzt, da das Buch der Lichtsche Vergangenheit ist, werden auch die Totenbeschwörer gehen nach und nach verschwinden. Und das alles verdanken wir dir. Hier, nimm dies als Zeichen der Belohnung. Was war hier? Gold wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Oh. Kälteresistenz plus 20. Du, bring uns bitte an einen bekannten Ort. Da zum Beispiel. Dann heilen wir das Ganze und springen sofort zur Trainingshalle. Hier nicht. Ich darf hier nicht schlafen wegen den Goblins auf dem Dach. Ernsthaft? Seid doch alle doof. So, sind sie ja noch alle müde. Habt ihr nur davon. Können wir heilen, 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 heilen. Bisschen spenden. Möge das Glück mit dir sein. Wir haben doch Stufenaufstiege bekommen dafür, oder? Ja, haben wir. Okay. Du, Leuchtfeuer, zurückspringen, Paradiestal. Wow, hallo, Bein von einem Titan. Titan halb tot. Wir brauchen unbedingt einen Schrapnelfilet. Kaputt. Willst du eine weitere Lektion? Gute Arbeit. Stufenanstieg, 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 Stufenanstieg. Du. Du. Edeltitan. Zeig mir deine Knie, Edeltitan. Komm schon, stopp, nee, stopp. Nee, bitte jetzt gleich. Aha. Busch. Busch, kaputt. Ja Gott. Da sind ganz schön viele von denen. Aber ja. Kurz innehalten, wenn wir nicht gerade beschossen werden. Flucht, Flucht. So, innehalten. Burg Kriegsbeier wäre der nächste Schritt, würde ich sagen. Das heißt, wir springen nach Blackshire. Gehen von hier aus nach Kriegsbeier. Und setzen dann da einen Punkt bei der Burg selber. Also einen Sprungpunkt. Die beiden Sprungpunkte bei der Burg und bei dem Sumpf der Verdammten brauchen wir jetzt ja nicht mehr wirklich. Und dann machen wir da ein ähnliches Spielchen wie hier bei der Burg Darkmoor. Denn Kriegsbeier wird ähnlich lange dauern, denke ich. Wir würden gerne fliegen. Das macht das Ganze dezent einfacher. So. Du buff schon mal. Du buff schon mal und alle Gegner leben wieder. Naja, zumindest ein Teil. Du. Kaputt. Du. Na komm. Nicht du. Du. Und du. Oh, warte mal. Drachenhauch. Lalala.
Sternfeuer. Und Meteoren. Die. Sternfeuer und Meteoren. Einfach so töten. Haben wir gleich alle, hm? Weg. Weg.